Hi zusammen, heute regnet's und ich finde es mega chillig. Hört mal. Oh, ich liebe das einfach. So, bevor wir heute loslegen, möchte ich den Sponsoren des Videos danken und warte, 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 bevor du weiterspulst. Ich möchte dir danken und zwar, dass du meine T-Shirts kaufst, meine erste Kollektion, bin ich relativ stolz drauf. Link findet ihr unten. Ihr kauft meine Drucke, meine Prints, meine alles. Danke dafür, dass ihr mich supportet, dass ich meine Videos machen kann, weil mit den Videos verdiene ich kein Geld. Das mache ich für euch, dass ich meine Erfahrung mit euch teilen kann, ihr hoffentlich da was rauszieht, eure Zeichenskills verbessern könnt, wie auch immer. Ihr könnt natürlich auch immer Kommentare schreiben, was ihr sehen möchtet, was ihr gerne lernen möchtet und ich versuche das möglichst umzusetzen. Bald kommt nochmal ein neues Projekt von mir und da möchte ich Zeichnungen von euch, Skizzen von euch in meinem Stil umzeichnen und interpretieren. Ich sage nicht, dass ich die besser mache oder schlechter mache, sondern ich zeichne die einfach nur in meinem Stil nach und wie ich die adaptieren würde. Ihr könnt mir einfach eure Zeichnungen an diese E-Mail-Adresse schicken. Und wenn ihr zu faul seid, eine Mail zu schreiben, und das könnte ich gut verstehen, weil das habe ich auch meistens keinen Bock drauf, taggt mich einfach in euren Zeichnungen bei Instagram und ich sehe die ja dann in meinem Feed, kann mir aussuchen, welche ich nachzeichne. Und ihr werdet natürlich auch in meinem Video gefeatured. Ich sage, von wem die Zeichnung ist, die ich nachmache. Ja, ich freue mich auf die Verlinkungen und auf die E-Mails. Wenn ich genug zusammen habe, werde ich in den nächsten Wochen das erste Video machen. Jetzt geht's aber zum Hauptthema. Endlich. Let's go. Wie es der Titel schon sagt, geht es heute um eine Sketchbook-Tour durch eins meiner ersten oder eine meiner ersten Sketchbücher, wie ich angefangen habe. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal, fangen direkt mal an. Und angefangen hat es eigentlich mit den Übungen von Alfonso Dunn. Und ich kann euch diesen Kanal definitiv empfehlen, wenn ihr lernen wollt, wie ihr Texturen macht und so weiter. So habe ich auch angefangen zu lernen. Hab dann erste Zeichnungen gemacht von dieser Libelle, diesem Käfer. Die findet ihr auch, wenn ihr runterscrollt, in meinem Instagram ganz unten noch. Das waren einfach Sachen, wo ich Lust drauf hatte. Ich hatte Lust auf Linien, auf Texturen, auf das Zusammenspiel. Und wie ihr schon seht, Berge waren auch immer schon ein Thema. Genauso wie das Universumsthema. Hier war das alles noch ein bisschen wilder und unkoordinierter. Viel mit Linien gemacht und wenig mit Dotwork und dem ganzen Zeug. An diesen Sachen habe ich echt lange gesessen. Das ist entstanden innerhalb von mehreren Wochen. Ich habe mich immer dran gesetzt, wenn ich Zeit hatte und Lust hatte, irgendwas zu machen. Hier unten der Teil ist inspiriert von Peter Draws, auch ein Kanal, verlinke ich unten. Wie ihr seht, viel Linien, viel Durcheinander. Und hier geht's weiter. Bei dem Bild finde ich es ganz interessant. Das habe ich relativ zeitgleich zu diesem ersten gemacht. Und den zweiten Part habe ich circa 2, 3 Monate später gemacht. Und ich persönlich finde, dass man, wenn man sich den linken Teil anguckt, dass der wesentlich chaotischer und nicht so sauber ist wie alles, was im Rechten ist, die Linienführung und die, also alles eigentlich. Und das fand ich sehr interessant, dass man oder dass ich an diesem Werk hier schon eine krasse Entwicklung sehe innerhalb von mehreren Monaten, nur weil ich einfach irgendwas gemacht habe. Und ihr seht, das ist kein Mensch, das sind keine Berge, das ist einfach irgendwas. Aber das hilft schon. Und dann ging es los mit meinen ersten kompositionellen Zeichnungen und ich hatte dazu Bilder im Kopf. Diese einsame Hütte im Wald, so ein bisschen, das soll hier Schnee sein, ich weiß, das erkennt man nicht gut, aber mit dem Mond und die ersten geometrischen Figuren hier, das sollen Vögel sein. Und so ging es dann auch weiter. Die Berge haben mich gekriegt. Die erste Bergzeichnung, die ich gemacht habe, mit den Schraffuren, wie ich sie von Alfonso gelernt hatte. Weiter geht's mit diesem Bild. Das ist inspiriert von einem Tattoo, was ich selber habe. Bei Instagram habe ich das sehr lange als Profilbild gehabt, bis ich das in eine neue Zeichnung geändert habe. Diese hier, ich blende sie mal kurz ein. Ich weiß nicht, irgendwie hat das zu mir gesprochen. Und das ist eine Qualle, die war immer sehr berühmt als Print, auch auf meinen ersten Flohmärkten und so. Die ist tatsächlich inspiriert von meinem Quallen-Tattoo von Otto Dambra, mega cooler Künstler. Also, wie ihr seht, Inspiration davon. Dieses Motiv gibt es weiter als Sticker zu kaufen. Fand ich damals schon cool, finde ich immer noch cool. Das war tatsächlich eine Idee von meiner Freundin. Weiter geht's mit Bergen. Bergen. Ich arbeite mit einem Unternehmen zusammen, die machen Handyhüllen aus Holz. Das Design habe ich extra für die entworfen. Das gibt es auch zu kaufen. Ihr werdet bestimmt aber in den nächsten Wochen dazu noch mehr sehen. Sieht auf jeden Fall mega fett aus. Guckt euch das an. Ja, und so weiter und so fort. Die meisten, wenn die mir schon länger folgen, die müssten diese ganzen Zeichnungen alle kennen. Ich könnte jetzt hier noch ewig weitermachen. Das Sketchbook ist nämlich voll. Ich nehme jetzt mal das zweite Sketchbook, was ich teilweise parallel gemacht habe oder geführt habe. Und hier, das sind auch eine meiner älteren Arbeiten.
Das Sketchbuch habe ich sehr effizient immer in der Mitte geteilt. Und jetzt kommt eine interessante Zeichnung. Und zwar ist das eine Zeichnung für meine ersten 1000 Follower auf Instagram. Ich habe die hier nochmal gemacht, beziehungsweise das war, glaube ich, die erste. Und dann habe ich die nochmal gemacht, weil ich nicht zufrieden war. Wie ihr sehen könnt, es war da nicht viel vorher, bis ich meine ersten 1000 hatte. Und ich habe es einfach getan. Ich habe einfach gemacht, worauf ich Lust hatte. Habe es hochgeladen, ob ich zufrieden war oder nicht. Und das ist der Trick und der Punkt, worum es mir auch heute gehen soll. Macht's einfach. Also setzt euch hin, nehmt euch einen Stift. Und am Stil hat sich nicht viel geändert. Ich zeichne zwar nicht mehr so regelmäßig wie damals. Dieses Motiv übrigens bei Inkbox verfügbar. Mega nice. Ewig alt, funktioniert immer noch. Okay, hier sind noch ein paar Seiten offen, weil ich dann umgestiegen bin auf einzelne Papierblätter. Ich benutze Canson Illustrator Papier. Ich werde auch einen Link unten reinsetzen. Mit diesem Papier bin ich seit Jahren sehr zufrieden. Ich habe immer mal andere ausprobiert, Skizzenpapiere oder sonst was, aber Canson Illustrator Paper ist schön dick, nimmt die Farbe gut auf, es hat eine schöne Textur und kann ich nur empfehlen. So, das war's vom heutigen Video. Und was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich nicht sagen sollte, dass du mich abonnieren sollst, hier oben, oder dass du dir eins von meinen anderen Videos angucken sollst, das hier oder das hier, weiß ich nicht. Also,